Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag mit dem Kurztitel Mit Berliner Blau auf Verbrecherjagd. Seit 1952 sind Fingerabdrücke in Deutschland vor Gericht als Beweismittel allgemein gültig. Seitdem haben Fingerabdrücke eine wahre Erfolgsgeschichte hinter sich. Fingerabdrücke bedingen unter anderem die relativ neuartige, seit 1952 wie gesagt, forensische Richtung der Daktyloskopie und sind maßgeblich auch präsent in Kriminalliteratur, in Filmen und in Serien, was Fingerabdrücke generell sehr interessant macht als Unterrichtskontext. Was sind Fingerabdrücke eigentlich? Fingerabdrücke finden wir selbstverständlich auf unseren Fingern. Bei genauerer Betrachtung der Fingerkuppen sehen wir die sogenannten Papillarleisten. Papillarleisten sind Erhebungen und Senkungen unserer Haut an den Fingerkuppen. Und weil unsere Haut konstant Teigefette, aber auch Schweiß abgibt, übertragen wir diese Ausdünstungen bei Kontakt mit einem Spurenträger in Form und Muster dieser Papillarleisten direkt auf den Spurenträger. Diesen Fingerabdruck sehen wir nicht direkt. Er ist ein latenter Fingerabdruck, er ist aber durchaus da und kann durch verschiedene Methoden sichtbar gemacht werden. Eine der wahrscheinlich bekanntesten Methoden ist die sogenannte Pulvermethode. Bei der Pulvermethode wird ein kontrastreiches Pulver auf den Spurenträger aufgetragen, anschließend wieder abgepinselt und Reste davon fangen sich dann in dem latenten Fingerabdruck und machen diesen sichtbar. Eine weitere sehr verbreitete Methode ist die Sekundenklebermethode. Hier wird der latente Fingerabdruck Dämpfen von Sekundenklebern ausgesetzt und diese Dämpfe polymerisieren dann in den wässrigen Bestandteilen des Fingerabdrucks und machen ihn so sichtbar. Heute wollen wir uns aber auf die elektrochemischen Methoden zur Visualisierung latenter Fingerabdrücke konzentrieren. Die einfachste Möglichkeit, um einen Fingerabdruck elektrochemisch sichtbar zu machen, ist die Zementation. Wenn wir, wie in diesem Beispiel, ein Zinkblech als Spurenträger haben, was insgesamt ja ein unedles Metall darstellt, hier einen Fingerabdruck drauf hinterlassen und diesen dann in eine Metallsalzlösung eines edleren Metalls überführen, scheidet sich das edlere Metall ab, das unedlere Metall geht in Lösung und diese Abscheidung kann nur dort geschehen, wo der Spurenträger nicht durch die Ablagerungen des Fingerabdrucks, das heißt durch die Teige und Fette, geschützt ist. Das Ganze werden wir jetzt auch im Experiment einmal live vorführen. Ein kleiner Tipp, zu Corona-Zeiten ist es relativ schwierig, an fettige Fingerabdrücke von Schülerinnen und Schülern zu kommen. Das ganze Händewaschen macht das doch relativ schwierig. Aber auf dem Stirnbereich, an der Nase und auch hinterm Ohr finden sich besonders viele Talgdrüsen. Wenn man sich dort kurz den Finger reibt, hat man eigentlich immer genug Material am Finger, um einen wirklich guten Fingerabdruck zu platzieren. Ich nehme jetzt also meinen Finger, setze ihn auf meinen unedlen Metallspurenträger, nämlich ein Zinkblech, und halte das Ganze jetzt für wenige Sekunden in eine Kupfersulfatlösung. Das reicht schon. Die Reste des Elektrolyten wasche ich kurz in destilliertem Wasser ab. Guck mir das Ergebnis einmal an, das sieht ganz gut aus. Den hänge ich zur Visualisierung kurz an unsere Magnetwand. Und erkenntlich wird auf jeden Fall, dass der Fingerabdruck in Form des Kontrastes vom Kupfer auf das Zink ersichtlich wird. Das Ganze funktioniert natürlich auch durch elektrolytische Verfahren. So können wir edlere Metalle auf unedleren, leitfähigen Oberflächen abscheiden. Alles, was wir dazu noch zusätzlich brauchen, ist eine entsprechende Spannungsquelle und eine Gegenelektrode. Wir verwenden für diesen Fall immer Graphitfolie. Der Fingerabdruck muss natürlich im Unterricht auch noch ausgewertet werden und auch hierfür gibt es digitale und kostenfreie Tools für die Schule. Zunächst einmal muss der Fingerabdruck irgendwie dokumentiert werden. Sie können ihn mit einem Smartphone, Sie können ihn aber auch mit einem Tablet oder einer Digitalkamera abfotografieren, können ihn dann in Ihren Computer einlesen und müssen dann dieses Bild exakt auf den Fingerabdruck zuschneiden. Wenn das passiert ist, kann der Fingerabdruck in die kostenlose Demo-Software von Neurotech eingefügt werden.
dort mit bereits gespeicherten Fingerabdrücken abgeglichen werden und so tatsächlich eindeutig einer Person zugeordnet werden. Heute soll es ja im ganz Speziellen um Fingerabdrucknachweis mit Berliner Blau gehen. Berliner Blau ist seit Jahrhunderten bekannt als Färbemittel. Die preußischen Uniformen wurden einst mit Berliner Blau gefärbt, aber auch Kunstwerke weisen häufig Berliner Blau als blaues Farbpigment auf. Auch die elektrochemischen Eigenschaften von Berliner Blau sind durchaus bekannt. So kann Berliner Blau beispielsweise für die Herstellung elektrochromer Fensterscheiben eingesetzt werden. Und wie zahlreiche Publikationen auch zeigen, eignet sich Berliner Blau, um tatsächlich latente Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Wenn wir uns das Ganze jetzt in der Fachliteratur angucken und nachlesen, wie denn ein Forensiker jetzt für dieses Thema explizit vorgeht, dann stellt sich heraus, so einfach ist dieser Versuchsaufbau gar nicht. Hier wird das Berliner Blau über Zyklovoltammetrie unter Zuhilfenahme verschiedener Referenzelektroden auf den Spurenträger aufgetragen, was bei Erstbetrachtung darauf hindeutet, dass sich dieses Thema gar nicht so einfach im Schulunterricht umsetzen lässt. Die Herausforderung nehmen wir einmal an und nehmen als ersten Spurenträger für Berliner Blau ein sogenanntes FTO-Glas. FTO-Glas ist nichts weiter als eine Glasplatte, die auf einer Seite, die hier mit einem Klebestreifen bereits markiert ist, leitfähig beschichtet ist. Dieses FTO-Glas bietet einen hervorragenden Kontrast für Berliner Blau, weswegen wir es hier auch einsetzen. Wieder fette ich meinen Finger ein, um einen möglichst guten Abdruck hinzubekommen. Setze meinen Fingerabdruck auf unseren Spurenträger. Das FTO-Glas wird in diesem Fall als Minuspol geschaltet und als Gegenelektrode am Pluspol dient eine Graphitfolie. Das Ganze soll jetzt für ungefähr eine Minute bei einem Volt elektrolysiert werden. Was Sie als Elektrolyt hier sehen, ist übrigens eine Berliner Braunlösung. Das ist nichts weiter als Eisendreisulfat und Kaliumhexacyanoferrat 3, jeweils im Verhältnis 1 zu 1, insgesamt 0,1 Molar. Dann schalten wir die Spannungsquelle einmal ein und elektrolysieren. Lassen dabei die Stoppuhr laufen, damit ich das ein bisschen im Blick habe. Und was sollte jetzt theoretisch passieren? Unser Berliner Blau liegt derzeit noch als Berliner Braun vor. Das bedeutet, dass beide Eisenionen, die an diesem Komplex beteiligt sind, als Eisen 3 vorliegen. Durch das Anlegen einer Spannung reduzieren wir eines der Eisenionen zu Eisen 2 und es scheidet sich entsprechend Berliner Blau auf unserem FTO-Glas ab. Diese Abscheidung kann aber nur dort geschehen, wo der Spurenträger nicht durch den Fingerabdruck geschützt ist. Wir erhalten also einen Negativabdruck von unserem Fingerabdruck. Jetzt gucke ich schon mal nach, ob das Ganze okay aussieht. Ja, das sieht gut aus. Auch hier spüle ich die Reste von unserem Elektrolyten einmal ab und hänge das Ganze dann hoffentlich stabil an unsere Pinnwand. Das sollte halten. Und hier zeigt sich nun auch der gute Kontrast, den das Berliner Blau ergibt. Es hat sich also gezeigt, dass wir Berliner Blau tatsächlich nicht nur über Zyklovoltammetrie abscheiden können, sondern dass das auch in einer ganz einfachen Elektrolysezelle, hier sogar in einer Tic-Tac-Dose, ohne Probleme durchführbar ist und tatsächlich auch Fingerabdrücke visualisieren kann. Diese besonders kontrollierten Bedingungen, die die Forensiker einsetzen mit ihrem Versuchsaufbau, sind vornehmlich darin begründet, dass Forensiker natürlich nur eine einzige Möglichkeit haben, einen Fingerabdruck nachzuweisen. Wenn das schief geht, dann ist das Beweismittel unwiederbringlich kaputt und kann nicht wieder rekonstruiert werden, während wir im Chemieunterricht mehrere Versuche haben, um einen Fingerabdruck wirklich gut hinzubekommen.
Als nächstes stellt sich aber die Frage, wenn das Ganze auch mit Kupfer funktioniert, warum müssen wir dann unbedingt mit Berliner Blau arbeiten? Und der Grund dafür ist die Partikelgröße, in der sich Berliner Blau auf unserem Spurenträger abscheidet. Sie müssen sich diese Partikel vorstellen wie Pixel auf einem Bild. Während Kupfer relativ grob pixelig abgeschieden wird, zeigen sich Berliner Blauabscheidungen besonders feinkörnig. Und das führt zu einer insgesamt höheren Auflösung des Fingerabdruckes und zu einer besonders großen Qualität für diesen Fingerabdruck. Und das geht so weit, dass man in einem Fingerabdruck mit Berliner Blau sogar die Schweißporen auf den Papillarleisten erkennen kann. Die Qualität ist also ausschlaggebend dafür, dass man Berliner Blau für die Visualisierung von Fingerabdrücken nutzt. Die Frage, die jetzt offen steht, ist, wenn wir wirklich einen Kriminalfall konstruieren, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Einbrecher in die Wohnung kommt, auf die leitfähige Seite eines FTO-Glases greift und wir dort den Fingerabdruck finden, um einen Täter zu überführen? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Darum die Frage, können wir in unserer ganz einfachen Elektrolysezelle auch auf anderen leitfähigen Materialien den Fingerabdruck mit Berliner Blau visualisieren? Und wie diese Folie bereits zeigt, klappt das hier am Beispiel von Berliner Blau auf einem Kupferblech. Auch das funktioniert. Je nachdem, was Sie für einen Spurenträger haben, müssen Sie allerdings darauf achten, dass die Elektrolysespannung und die Elektrolysezeit sich entsprechend vom Material unterscheidet. Im nächsten Aufbau wollen wir nun mit Alltagsmaterialien einen Fingerabdruck auf einem tatsächlichen Spurenträger nachweisen. Wir versuchen dabei, auf möglichst wenig Laborequipment zurückzugreifen. Als Spannungsquelle nutzen wir in diesem Fall nicht mehr diese große, sondern eine ganz einfache 1,5 Volt Batterie aus dem Handel. Als Elektrodenmaterial werden wir in diesem Fall keine Graphitfolie nehmen, sondern nichts weiter als eine Bleistiftmine. Auch die ist ohne Probleme im Einzelhandel erhältlich. Und unser Spurenträger ist in diesem Fall ein Edelstahlmesser. Auf dieses Edelstahlmesser werde ich jetzt einen Fingerabdruck setzen. Werde den Spurenträger entsprechend wieder als Minuspol schalten und in unsere Berliner Braunlösung einführen. Und jetzt werde ich mit den Kabeln die Batterie berühren für ungefähr 10 Sekunden. Schauen wir, ob das schon reicht. Ja, es geht. Es hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger gekonnt, aber ich denke, man erkennt ihn schon ganz gut. Diesmal also mit Berliner Blau auf Edelstahl. Tatsächlich kann man also auch Berliner Blau nutzen, um auf anderen leitfähigen Materialien entsprechend den Fingerabdruck nachzuweisen. Und man kann eben auch eine besonders hohe Qualität als Fingerabdruck erreichen. Hier dargestellt ist eine Übersicht von potenziellen Spurenträgern mit den jeweiligen Elektrolyse-Spannungen und der Elektrolyse-Dauer, die Frau Rachel Fischer zusammengestellt hat, die die maßgebliche Expertin aus der PH Freiburg für dieses Thema ist. Als Gegenelektrode kam in all diesen Fällen die Graphitfolie zum Einsatz. Und damit übergebe ich an meinen werten Kollegen Marco Oetken. Ich brauche das Ding. Ja, lieber Dennis, vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Ich als Betreuer muss aber dennoch auch ein wenig Kritik anbringen. Denn er hat einen Aspekt nicht genannt. Er hat viele Vorzüge dieser Nachweismethode erwähnt. Aber er hat ein Problem ausgelassen, was Ihnen die nächste Folie einmal zeigt. Sie sehen hier ein paar Ausschnitte aus der forensischen Fachliteratur. Und dort können Sie nachlesen, dass es ein Problem gibt. Der Fingerabdruck verschwindet sehr schnell. Das heißt, die Auswertung des Abdrucks muss sehr schnell geschehen. Er ist zwar sehr genau, aber wie gesagt, er scheint zu verschwinden, zu verblassen und dann nicht mehr auffindbar zu sein.
Wir haben uns mal die Mühe gemacht und einmal die Potenziallage der Spurenträger zusammengestellt. Und da sehen Sie ganz deutlich, dass die Potenziale alle negativer sind als das eigentliche Eisenpotenzial. Und das hat uns auf eine bestimmte Theorie geführt, die ich Ihnen auch gleich etwas weiter erläutern möchte. Des Weiteren müssen Sie sich auch überlegen, wie wir diesen Fingerabdruck gewonnen haben, denn das hat der Lücke ja gerade gezeigt. Er hat einfach den Spurenträger in eine Elektrolytlösung eingetaucht. Das heißt, die Situationen, die wir vorliegen haben, sind exakt die, die wir bei einem Lokalelement kennen. Das heißt, wir haben die Theorie entwickelt, dass es hier zu einem Lokalelement kommt in der Weise, in dem Beispiel, was Sie auf der Folie sehen, haben Sie eine Zinkunterlage als Spurenträger, dass sich Zink einfach anodisch auflöst und die Elektronen elektrochemisch im Sinne eines Lokalelementes einfach auf das Berliner Blau überträgt und dieses dann zu Berliner Weiß reduziert. Das heißt, der Fingerabdruck wäre eigentlich nicht verschwunden, sondern er wäre einfach in eine andere elektrochrome Form überführt, und zwar in Berliner Weiß. Diese Theorie wird auch noch dadurch erhärtet, dass wir festgestellt haben, dass die Fingerabdrücke auf Spurenträgern, die unterhalb des Potenzials des Eisens liegen, die also positiver sind, durchaus erhalten bleiben. Das sehen Sie ebenfalls auf der Folie. Auf Silber zum Beispiel bleibt der Fingerabdruck absolut erhalten. Oder auch auf FTO-Glas, das Potenzial haben wir bestimmt. Sie sehen, in welchem positiven Bereich sich dieses befindet. Wir möchten da jetzt mal in einem Experiment die Bedingungen nachstellen, die wir finden, wenn wir ein Lokalelement als erklärende Theorie ansehen. Dazu nehme ich einmal hier das FTO-Glas wieder weg. Ups, das ist runtergefallen. Ich tauche das, wie Sie es in der Folie gerade gesehen haben, hier in eine Kaliumnitratlösung ein und führe ein Lokalelement herbei, indem ich einfach ein Zinkblech hier oben drauf lege. Und während das Experiment läuft, zeige ich auf der nächsten Folie einmal einen Film, der dieses Experiment von oben aufgenommen hat. Ich starte mal den Film und Sie sehen den Effekt, wie gleich das Lokalelement zu wirken beginnt. Das rechte Bild zeigt nochmal direkt den Fingerabdruck und Sie sehen tatsächlich hier, kann man erkennen, was die Forensiker beklagen sozusagen. Der Fingerabdruck verschwindet nach einiger Zeit und scheint dann nicht mehr auffindbar zu sein. So, das ist die Situation. Hier dauert es noch ein klein wenig im Experiment, aber von daher umso besser, dass wir den Film dabei hatten. Ich mache mal weiter mit der Präsentation. Wir können diese Lokalströme sogar in einem Experiment nachweisen. Das zeigt Ihnen die nächste Folie. Wir haben hier einmal einen elektrischen Verbraucher zwischen unsere elektrochemische Anordnung gestellt. Und wenn ich den Film starte, sehen Sie gleich, wie der Kontakt zum FTO-Glas hergestellt wird. Der Propeller beginnt sich zu drehen. Das sind jetzt die versteckten Lokalströme, die fließen, die jetzt zum Verschwinden des Fingerabdrucks beitragen. Und Sie sehen auch hier, der Fingerabdruck ist verschwunden und theoriekonform kommt der Propeller tatsächlich zum Stehen in dem Moment, wo der Fingerabdruck verschwunden ist. Jetzt kommt die eigentliche Überlegung. Wenn diese Theorie stimmt, dann müssten wir eigentlich diesen verschwunden geglaubten Fingerabdruck wiederbekommen können, indem wir einfach elektrochemisch umpolen. Indem wir also den Fingerabdruck zum Pluspol schalten, das heißt Elektronen entfernen. Und auf diese Art und Weise müsste dann eigentlich der verloren geglaubte Fingerabdruck wieder erscheinen. Und das zeigt Ihnen jetzt auch die nächste Filmsequenz. Wir entziehen jetzt dem FTO-Glas die Elektronen und Sie sehen, da ist der verschwunden geglaubte Fingerabdruck wieder vorhanden. Das heißt, die Forensiker können sich quasi beruhigen. Dieser Abdruck ist nicht verschwunden, er ist nur zur Berliner Weiß geworden und kann jederzeit wieder rekonstruiert werden. Wie kann man jetzt also, wenn man dieses Wissen hat, den Fingerabdruck möglicherweise dauerhaft konservieren? Und auf der Folie sehen Sie auch schon zwei Anhaltspunkte, wie man das machen kann. Zum einen müssten wir versuchen, den Elektrolyten zu entfernen. Denn nur wenn ein Elektrolyt
auf dem Spurenträger vorhanden ist, dann kann es ja überhaupt zu einer Lokalelementbildung kommen. Und das wollen wir jetzt einmal machen. Dennis, du musst doch hier einmal kurz die Folie herstellen. Das machen wir jetzt im Experiment. Herr Lücke wird jetzt also auf einem Kupferblech einen Fingerabdruck installieren und dieses Kupferblech wäre vom Spurenträger her gesehen geeignet, ein Lokalelement zu erzeugen. Und es sollte dann mit der Zeit, wie Sie das ja auf den Folien auch gesehen haben, zu einem Verschwinden des Fingerabdrucks kommen. Und das wollen wir jetzt gleich einmal verhindern. Auf der Folie sehen Sie auch nochmal als Beispiel das Berliner Blau auf dem Kupfer. Und nach einiger Zeit, nach wenigen Minuten, wäre der Fingerabdruck verschwunden, da es eben halt, wie gesagt, zu dieser Lokalelementbildung kommt. Und eine Möglichkeit, diesen Elektrolyten zu entfernen, ist letztendlich ganz einfach, für die Schule auch simpel umzusetzen. Wir müssen diesen Elektrolyten entfernen, indem wir Wärme zuführen. Das machen wir gleich in Form mit einem Föhn, den wir hier schon bereitgestellt haben. Und auf diese Art und Weise sollte dann der Fingerabdruck stabil bleiben. Jetzt haben wir schon hier, sieht sehr, sehr gut aus. Vielleicht halte ich das nochmal in die Kamera, wenn Sie das so einfangen können. Ja, da kann man hoffentlich so einigermaßen diesen Fingerabdruck erkennen. Und jetzt werde ich ihn hier einspannen. Jetzt wird es ein wenig laut, das dauert so 20 Sekunden etwa. Das sollte reichen. Ich kann schon gut erkennen, dass der Elektrolyt verschwunden ist. Das war jetzt nicht so abgesprochen, aber Dennis, ja, noch nicht ganz. Aber vielleicht kannst du mal in die Kamera gehen nach vorne und kannst das mal etwas näher dran zeigen, weil wir relativ genau so machen wir das. Und der würde jetzt, wie gesagt, über Tage stabil bleiben, da eben halt der Elektrolyt entfernt wurde. Sie müssen eben halt nur dafür sorgen, dass er unter trockenen Bedingungen gelagert wird. So, jetzt brauche ich die Präsentation wieder. Eine andere Methode, die Sie auch nutzen können, ist der sogenannte kathodische Korrosionsschutz. Das heißt, Sie müssen einfach dafür sorgen, dass sich der Spurenträger eben halt nicht anodisch auflöst. Und das macht man in der Elektrochemie und in der Korrosionsforschung bekannterweise mit dem sogenannten kathodischen Korrosionsschutz. Auf diese Art und Weise können Sie den Abdruck auch stabil halten. Und die nächste Folie zeigt Ihnen einmal das Ergebnis. Auf der linken Seite sehen Sie, was passieren würde, Fingerabdruck Berliner Blau auf dem Kupferblech, wenn Sie keine weiteren Vorkehrungen treffen. Und auf der rechten Seite sehen Sie, wenn Sie das Potenzial richtig einjustieren, die Spannung korrekt anlegen, dass Sie diesen Fingerabdruck über Stunden stabil halten können und somit auch die forensische Auswertung von der Zeit her kein Problem mehr darstellt. Ja, ich hoffe, wir sind in der Zeit geblieben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch unter diesen digitalen Bedingungen einige spannende Einblicke in das Thema der Forensik liefern. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund und wir hoffen, dass wir uns bald alle einmal live wiedersehen. Dankeschön.